Der Sonntag der Essinger Kerwe wurde eröffnet durch die Sonnenberg Band, die wir auch schon vom Neujahrsempfang 2017 in Essingen kennen. Zuerst sangen sie ihre Eröffnungsmelodie das Lied vom Pfälzer Wind, sodann ein bisschen Frieden von Nicole sowie noch viele andere. Wir werden im Laufe des Sonntags immer wieder mal auf die Essinger Band zurückkommen. Und was war dieses Jahr in den Weinbergen los? Nun, zuerst muss man natürlich die Weinberge erreichen. Das kann man durch einen ordentlichen Fußmarsch machen oder durch eine Fahrt mit dem Auto. Das erste ist anstrengend und ehrlich, ich habe niemand entdeckt, der sich diese Tour in der Hitze des Sommers angetan hätte. Das zweite zieht möglicherweise die Verfolgung durch den amtlichen Dorfscheriff nach sich. Der allergrößte Nachteil des Autos ist aber, Mann oder Frau kann keinen Schoppen trinken. Die allergrößte Gefahr für einen echten Pfälzer. Aber zum Glück da noch das gute alte Schoppebähnel da. Das macht Spaß, man kommt sicher hin und zurück, kann die wirklich herrliche Landschaft der Pfälzer Toskana genießen und sogar schon unterwegs einen Schoppen genießen. Na Allah, was wollen wir mehr? Dieses Jahr gab es allerdings das gar schröckliche Gerücht, dass die Essinger Winzer nicht anwesend sein würden, was sich zum Glück aber nicht bewahrheitete. Und so mancher dürfte da erleichtert aufgeatmet haben. Die Schoppenversorgung und kleine Snacks waren gesichert. Dieses Jahr gab es auch Informationen über die Arbeit des neuesten Essinger Vereins, die EDA-Initiative mit Info über die sogenannten EDA-Flächen, also Flächen, die sowieso da sind und im Sinne der Umwelt genutzt werden sollten. Die Essinger Winzer schenkten also ihre Schoppen aus und die EDA-Initiative vertreten durch den Vorsitzenden Eckhard Klemann Informationen. EDA-Flächen, also Flächen, die sowieso da sind, können durchaus sinnvolle Funktionen haben, zum Beispiel um vor Erosion zu schützen oder um ein natürliches Ortsbild zu gewährleisten. Sie bieten aber auch Potenzial zur ökologischen Aufwertung. Das EDA-Projekt zeichnete sich bereits 2012 ab, als das Forum Moderne Landwirtschaft e.V. mit Joachim Ruckwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, die Initiative ausgab, mit den vorhandenen Flächenressourcen möglichst sorgsam und zielgerichtet umzugehen, ohne die hohe Produktivität und Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aufs Spiel zu setzen. Der Gemeinderat Essingen fasste deshalb im September 2015 den Grundsatzbeschluss, auch in Essingen ein EDA-Projekt zu starten. Im Februar 2016 schickte Rheinland-Pfalz AgroScience der Gemeinde ein ausführliches Konzept mit konkreten Maßnahmenvorschlägen für 12 Flächen und stellte der Gemeinde 3 Arten von Regio-Saatgut zur Aufwertung von EDA-Flächen zur Verfügung. Eckhard Klemann hielt Mitte September 2016 einen Bildervortrag darüber und regte die Bildung einer Bürgerinitiative an. Verschiedene Aktivitäten wie Verarbeitung von Essinger Eda-Äpfeln zu Apfelsaft und Freischnitt einer Steinböschung führten zu einer steigenden Mitgliederzahl und am 23.11.2016 zur Gründungsversammlung eines Vereins. Die Eda-Initiative Essingen e.V. Dieser Verein kümmert sich seither in vorbildlicher Weise um Essinger Eda-Flächen. Sollten Sie Lust verspüren, zu Hacke, Schaufel, Rechen und Sense zu greifen, so ist Ihre Hilfe, die vielleicht gerade eh da ist, herzlich willkommen.
Es ist Allgemeinwissen, dass nach dem Sonntag der Montag folgt. Aber nur die Essinger und einige wenige befreundete pfälzische Dörfer wissen, dieser Montag ist in Essingen der Kerwe-Montag. Das bedeutet noch einmal Vergnügen auf der Kerwe. Zumal an diesem Tag der Nachtwächter auftritt und auch die Kerwe beerdigt werden soll. Aber vor dem Nachtwächter sorgt der Entertainer Klaus Bodensee noch einmal für Stimmung und die Ortsbürgermeisterin Susanne Volz verabschiedet schon mal die Gäste. So, auf mich will auch niemand warten. Ich war da den ganzen Abend. Ruckzuck bin ich zur Verfügung. Ich darf Sie heute Abend auch ganz, ganz herzlich begrüßen. Und ich muss sagen, es gehen ein paar wunderschöne Tage zu Ende. Ich denke, es kann jeder bestätigen. Petrus muss ein Essinger sein. Es war herrliches Wetter. Wir hatten tolle Tage. Wir hatten viel Spaß miteinander. Ich glaube, jeder kann das hier bestätigen. Und so ein bisschen wehmütig werden wir heute Abend unsere Kerwe beenden, unsere Kerwe beerdigen. Aber noch nicht sofort, wir haben noch ein wenig Musik und natürlich erwarten wir heute Abend auch wieder unseren Nachtwächter, der uns ein bisschen was erzählen wird. Und ich möchte noch mal drum bitten, einen ganz herzlichen Applaus, es kriegen jetzt zwar nur die mit, die da sind, aber einen ganz, ganz, ganz großen Applaus für die vielen, vielen fleißigen Helfer, die uns diese schönen Tage bereitet haben, die aufgebaut haben, die auch morgen wieder hier abbauen, die Dienst gemacht haben. Ohne die wäre so ein Fest gar nicht möglich. Und ich denke, die haben mal einen ganz dicken Applaus verdient. Naja, hat wohl nicht ganz geklappt. Die Gäste bleiben sitzen und deshalb lässt die Ortsbürgermeisterin das Lied Sierra Madre anstimmen. Es geht das Gerücht um, dass etliche, um nicht zu sagen viele, nur wegen dieses Liedes auf die Kerwe kommen. Aber wie gesagt, es ist ein Gerücht und eine wissenschaftliche Erhebung hat dazu noch nicht stattgefunden. Aber dann wird's dunkel und das Licht scheint helle, wenn der Nachtwächter Simon auftritt und ansagt, was seine Glocke geschlagen hat. Hört ihr Leute und lasst euch sagen, unsere Glocke hat 10 geschlagen, 10 Gebote. Schützen uns vor Leid, vor Krankheit, Brand und teurer Zeit. Aber Simon wäre nicht Simon, wenn er nicht noch ein paar Anekdoten von der Elsbeth, von Captain Robert Nicolai oder auch Lieder wie am Brunnen vor dem Tore und kein schöner Land kämen, bevor die Kerwe beerdigt werden kann. In der Gremmelstraße war eine 9-köpfige Familie und die Frau hat 10 Kinder gekriegt. Und tatsächlich hat sie dann ihren Mann fortgeschickt und gesagt, hopp, überlegt der Name von unserem Bu, ja, oder Tochter war es, halt, Tochter war es, von unserer Tochter. Und ja, geht zum Standesamt. Der Mann ist hingegangen, weil ich gefragt war, wie das Kind heißen soll. Er sagt, Elisabeth. Alles klar? Er kommt heim und sagt zu dem, wie heißt dann unsere Tochter? Sagt er, ja, ich habe gedacht, Elisabeth wäre ein schöner Name. Ah, du Stier, sagt sie, wir haben doch schon eine. Und das war wirklich wahr. Also es ist kein Witz heute. So, wie gesagt, bevor wir zu unserem nächsten Essinger-Original kommen, singen wir jetzt am Brunnen vor dem Tore. Leute, ich bitte darum. Ich stimme. So. Okay, 4. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träum in seinem Schatten, so mein.
Simon und Susanne Volz bereiten sich nun auf die Beerdigung der Kerbe vor. Das Schrecklichste und Traurigste, was Pfälzer sogar mehrfach in ihrem Leben erfahren müssen. Susanne und ich, wir wünschen einfach allen Issingern, allen auswärtigen Gästen noch eine kleine, schöne Zeit heute Abend hier und eine gute Nacht. Eine schöne Zeit. Ja, einen wunderschönen Abend und nicht fortlaufen, weil ich glaube, der Klaus macht noch ein bisschen Musik. Jawohl. So, tschüss, bis nächstes Jahr. Der Robert darf hin. Oh. Oh Gott. Oh. Fahr nur mit rein. Moin, lieber Mann. So. Liebe Kerbe, bis nächstes Jahr. Aber ganz am Schluss muss auch die unerschrockenste Pfälzerin und der tapferste Pfälzer den alten Tier- und Gewässerspruch zur schrecklichen, aber gewissen und unwiderruflichen Kenntnis nehmen, der besagt: Oh, wie tut es mir in der Seele weh, wenn ich im Glas den Boden sehe. Nala, Allah ist Quadessia.